Herzlich willkommen zur heutigen Do-it-yourself-Kreatividee. Ja, das Osterfest rückt immer näher und vielleicht habt ihr immer noch nichts bereit für auf den Ostertisch oder als kleines Mitbringsel. Ich zeige euch gerne, wie ihr mit diesen beiden Stanzschablonen und ein Stück Papier ein wunderschönes kleines Mitbringsel gestalten könnt. Ist auch ein tolles Dekostück auf dem Tisch oder eben, ich habe da noch eine andere Variante, was ihr statt Süßes hineinlegen könnt. Ich zeige euch gerne mal, was ich damit vorhabe. Ihr seht, hier liegt schon einiges auf meinem Tisch herum. Ich komme dann zu diesem nachher noch zurück. Was ich brauche, ist die Stanzmaschine, das ist die Big Shot, die kleinere, und ein Stück Papier sowie auch dieses wiederablösbare Klebeband, weil ich möchte den Hasen auch noch direkt mitstanzen. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ich muss mal hier nur diese eine Stanzplatte wegnehmen, damit wir das Ganze vorbereiten können. Und zwar lege ich das mal alles so hier bereit. Der Hase kommt hier so etwa in der Mitte drauf und damit er mir nicht verrutscht, gibt es die Variante mit diesem wiederablösbaren Klebeband. Ich kann somit den Hasen fixieren, aber es stanzt mir trotzdem die Teile aus. Jetzt muss sicher die Pillowbox gerade darauf sein und nun kann ich die zweite Platte darauf legen und das Ganze mal durchkurbeln. Was sicher auch noch braucht, ist ein Leimstift. Den habe ich auch noch nicht da, aber der ist schnell zur Hand. Und ihr seht, hier ist bereits der Hase und die Pillowbox ausgestanzt. Ich lege das Ganze mal hier zur Seite. Und ich kann das wiederablösbare Klebeband wegnehmen. Das kann man mehrmals gebrauchen. Und ihr seht, der Hase ist so ausgestanzt. Den möchte ich noch als Anhänger dann. Vielleicht werde ich sogar das Ganze umdrehen, dass es auf dieser Seite ist. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und hier mal das Ganze sicher an den schraffierten oder vorgedruckten, sage ich mal, ein wenig vorarbeiten, damit es nachher ringer geht beim Zusammenstellen. Was ich auch noch brauche, weil vielleicht, wenn ihr nur Eier hineinlegt, die können durchkullern, sind zwar hier ziemlich große, der Hase würde auch gehen. Es gibt noch eine Variante für ein Sichtfenster, das ist so eine Folie von einem Stempelset, das ist noch ein Rest, eine Restfolie, die ich nicht mehr brauche und kann das einfach hier so zuschneiden, dass genau sicher auf der Hasengröße ist, damit es mir nachher nicht in die Quere kommt beim Befestigen. So, den Leimstift brauchen wir auch noch. Können wir hier mal das Sichtfenster befestigen. Und dann wird das Ganze noch so zusammengeleimt. Ich mache es jetzt mal hier drinnen. Und kann danach das Ganze hier oben hineindrücken und unten ebenfalls. So, es braucht noch einen Moment, bis es trocken ist. So, ich beginne nun mal von unten das Ganze zu verschließen. Es braucht noch einen Moment, bis es sicher gut trocken ist. Aber zum Zeigen, was ich damit gemeint habe, kann ich nun diesen Hasen hineinstellen, vielleicht noch etwa 1, 2, passt nur ein Ei rein, sehe ich gerade. Dann kann ich das Ganze hier so verschließen. Und der Beschenkte sieht schon ein wenig, was darin enthalten ist oder eben als Tischdekoration. Und dann kann ich noch den Hasen dann hier mit einer Schnur oder einem Band auch noch befestigen und so um das Ganze herumwickeln. Was man auch noch machen könnte, statt dieser Hase, der vielleicht für Ostern aktuell ist, kann man mit den Herzen arbeiten. Das gibt es auch in einem Stanzset, wo man wunderbar vielleicht ein doTERRA-Öl
verschenken möchte. Oder ich habe hier noch das Beispiel für einen DS Aprikosenstift, der passt auch hervorragend gerade in dieses Paket oder in diese kleine Schachtel. Man muss ja nicht unbedingt immer was Süßes verschenken oder hier einfach mal was Kleines irgendwo jemand vorbeibringen. Das wäre so eine kleine Idee, was man mit der Stanzschablone Pillowbox gestalten kann. Man könnte auch sicher ein anderes Muster noch nehmen oder eine andere Stanzschablone. Hier habe ich es noch nicht versucht mit der Blume. Sie ist natürlich recht groß, das Loch. Da müsste man vielleicht wirklich irgendetwas mit der Folie arbeiten, je nachdem, was man hineinfüllt. Geht natürlich auch. Wäre einfach eine Idee für eine Pillowbox mit Sichtfenster. Und hier wäre das kleine Mitbringsel fertig, sei es auf dem Tisch oder eben als kleines Geschenk. Der Hase ist befestigt. Man könnte natürlich auch irgendetwas mit Worten darauf schreiben, aber ich finde, wenn der Hase da schon ausgestanzt ist, ist das gleich eine kleine hübsche Dekoration für auf den Ostertisch. Ich wünsche euch viel Freude und auf Wiedersehen.